Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sprechen darüber, wie es sein kann, dass du alles bekommst, indem du alles bist, was du haben möchtest. Ja, alles bist, was du haben möchtest. Du möchtest Erfüllung. Du möchtest Erfüllung. Du möchtest dich erfüllt fühlen. Und genau das ist das Allerwichtigste. Dich erfüllt fühlen. Raus aus dem Mangel. Raus aus dem Denken, dass etwas fehlt, dafür, dass du dich wohlfühlen kannst. Dafür, dass du dich frei entscheiden kannst. Dass irgendetwas fehlt, dass du in diesem Leben das erleben kannst, was du möchtest. Es fehlt dir nichts. Es fehlt dir nichts. Alles ist da. Niemand muss dir irgendwas geben, niemand muss dir was zeigen, niemand muss dir irgendetwas erlauben, niemand muss irgendetwas für dich tun. Niemand muss sich entschuldigen, niemand muss dich motivieren. Das musst du alles selber machen. Und dieses selber machen bedeutet selber denken. Du musst die Gedanken denken, die ein Mensch oder die du denkst, wenn alles so ist, wie du es haben möchtest. Dein Liebhaber, dein SP, dein Lebenspartner ist da. Was denkst du? Du solltest denken, ich bin glücklich. Du solltest denken, was für ein wunderbarer Mensch an meiner Seite. Du solltest denken, oh mein Gott, wie geliebt und wie fantastisch bin ich. Das solltest du denken. Denkst du das? Oder denkst du, der geht mir auf den Keks? Warum meldet er sich nicht? Oder wenn er mit dir zusammenlebt, wieso lässt er immer die Toilette offen? Feng Shui sagt doch, man muss die schließen. Oder wenn du noch nicht mal weißt, wer dein Traummann ist, deine Traumfrau, dann fragst du dich, wo ist sie? Was macht sie? Warum kenne ich sie noch nicht? Wie wird es sein, wenn sie da ist? Solltest doch einfach denken, ich bin so glücklich, ich bin so erfüllt, ich bin so geliebt, ich bin so gewollt. Und das musst du denken, das musst du denken, ohne Grund, ohne Bedingung. Das ist dein Selbstkonzept. Das ist grundlos die Annahme, die du über dich triffst. Weil wenn du diese Annahme nicht zuerst über dich triffst, wie soll sie jemand anders über dich treffen? Wie soll jemand anders sagen, oh, ich bin so glücklich mit ihr. Oh, es ist so schön mit ihm. Ich teile so gerne das Leben mit ihm. Wunderbar, dass sie an meiner Seite ist. Das denkst du nicht. Du denkst andere Sachen. Du denkst Sachen wie, warum treffe ich sie nicht? Bin ich nicht gut genug? Warum kommt er nicht? Warum kommt sie nicht auf mich zu? Warum muss ich immer den ersten Schritt machen? All diese Sachen sind in deinem Kopf. Und eigentlich brauchst du nur ganz simpel diese Dinge über dich denken, die du möchtest, die andere über dich denken. Dann werden sie sich erfüllen. Warum bin ich so reich? Warum bin ich so arm? Warum habe ich zu wenig Geld? Warum kann ich nicht das machen, was ich möchte? Dann bist du jemand, der solche Gedanken denkt. Und jemand, der solche Gedanken denkt, der hat nicht genug Geld. Der kann nicht machen, was er möchte. Der ist nicht frei. Wie denkt ein Mensch, wenn er in der Position ist, in der du ankommen möchtest, so wie du dich fühlst? Das musst du dir überlegen. Wie fühlst du dich, wenn du wirklich dort bist, wo du sein möchtest? Wenn du dort bist, wo du sein möchtest, wenn du nicht mehr schaust, ob andere schon dort sind, wo du sein möchtest, sondern wenn du dort bist, wo du sein möchtest. Wow, ich habe es geschafft. Wow, ich bin glücklich. Ich habe so ein geiles Verhältnis zu allen Menschen. Ich habe so ein geiles Verhältnis zum Geld. Ich kann mein Leben so cool managen. Ich fühle mich eigentlich immer wohl. Ich habe nie Angst. Ich fühle mich immer mit allen Menschen wohl. Ich bin immer zur richtigen Zeit überall. Alles läuft für mich. Alles läuft so gut. Alles unterstützt mich. Meine Visionen, meine Träume, sie werden Realität.
Einer nach dem anderen. Die ganze Zeit. Denkst du das? Du kannst es lernen zu denken, weil dann kommt aus diesen Gedanken deine Realität. Und in diesem Sinne möchte ich dich nochmal einladen. Komm in die Divine Design Community. Wir sind Divine Design, ist unser Slogan. Wir leben das, wir reden das, wir denken das, wir fühlen das und wir sehen es im Außen, wir manifestieren das. Und wenn du hier noch irgendwie struggles, dann ist genau das der Platz, wo du sein darfst. Es ist jetzt das erste I Am Divine Design Training released worden. Es gibt Trainings, es gibt Austausch, es gibt tolle Menschen dort, es gibt Spaß, es gibt Freude, es gibt einfach der Divine Design Ort, den du dir wünschst. Also. Du kannst noch buchen auf meiner Homepage. Du bist gleich dabei. Auftakt Kick-Off ist auch noch für dich dort aufgeladen. Und ganz, ganz viele wunderschöne, großartige Divine Design Manifestoren warten auf dich. Also, wir sehen uns in der Community.